und Oliver Pocher. Der Moderator und Comedian kritisiert, warum sollen die Zuschauer für Fernsehen zahlen müssen, was keiner mehr sehen will. Oliver Pocher ist bei uns, Comedian. Wenn man beispielsweise gläubig ist und die Kirchensteuer bezahlen möchte, kann man das frei entscheiden. Im Falle der Gebühr ist eine freie Entscheidung eigentlich nicht möglich. Wenn Sie es könnten, würden Sie aus ARD und ZDF aussteigen? Ja, also ich muss es nicht, also ist das ARD und ZDF gibt mir nichts, was ich nicht auch irgendwo anders sehen kann im Prinzip. Und deswegen müsste ich da nicht unbedingt für bezahlen. Und mein Leben würde sich nicht großartig ändern, wenn es ARD und ZDF nicht mehr geben würde. Mhm. Und dass Sie in ARD und ZDF nichts sehen, was Sie anderswo auch sehen können, beziehen Sie auf alles, auf Nachrichten, auf... Ja, also ich kann es ja sagen, zum Beispiel die Nachrichten kann ich natürlich genauso verfolgen. Ich kann eine Bundestagsdebatte auf Sendern wie NTV und N24 genauso sehen. Und es wird einfach ein unfairer Wettbewerb geschaffen. Und der Begriff Zwangs-Pay-TV, den mal Helmut Thoma geprägt hat, der ist halt leider so. Ich kann mich ja nicht gegen wehren. Also das ist halt so, es gibt keine gewisse Freiwilligkeit. Und es kommt halt wirklich auch einiges zusammen in diesem Betrag. Und dann ist auch die Frage, wenn man 7,5 Milliarden bekommt, warum gibt es nicht wie bei jedem anderen Unternehmen auch eine Bilanz? Warum kann man das nicht genau sehen, wo das Geld hingeht? Und es ist ja auch wirklich sehr viel Infrastruktur, die bezahlt wird. Und ja, und genau da können wir heute mal nachhaken. Okay, die Frage geht auch nochmal an Oliver Pocher. Ja, haben Sie das Gefühl, dass Sie zwei verschiedene Sender sehen zwischen ARD, ZDF und den kommerziellen? Oder sind die sich ähnlicher geworden? Nee, gar nicht so. Also ich muss so sagen, zu den Telenovelas, da können wir noch froh sein, dass es die gibt, bevor es diesen Scripted Reality-Dreck gibt, den wir dann ja auch überall sehen können. Und da ist man ja relativ froh, dass sich da liebevoll bei Julia am Nachmittag irgendwie noch schmeichelt wird, bevor dann irgendwie wieder auf RTL rumgepöbelt wird. Sturm der Liebe. Ja, zum Beispiel. Also das finde ich okay. Es gibt schon Unterschiede, aber das ist halt dieses gewollt Junge, das funktioniert ja auch nicht wirklich bei ARD und ZDF. Und es geht vor allem gerade um diese ganzen Regionalprogramme. Da ist ja auch wirklich vieles, was da an Geld verschwindet. Und ich würde es ja gut finden, wenn die ganzen 7,5 Milliarden komplett ins Programm gehen würden, dann würde es nämlich die Privatsender gar nicht geben. Weil dann würde es ja nichts geben, was es nicht, die Flächen gäbe es ja, die man da ja machen könnte. Es geht ja wirklich viel, also wenn ich mir das angucke, halb Köln gehört gefühlt dem WDR. Und da gibt es Lagerhallen außerhalb und Studios und das ist in Hamburg und überall genauso. Da ist so viel Fläche und so viel Möglichkeit auch, Geld einzusparen. Und das ist das, was ich ein bisschen mehr noch anprangere. Es ist ja so gelaufen, natürlich gibt es diese Verträge, das weiß ja jeder auch. Und es ist ja so, dass sich gerade Thomas Gottschalk und auch Christoph Gottschalk die Taschen mit diesen Verträgen vollgemacht haben. Und es ist ja sowieso schon Schwachsinn, überhaupt eine Firma zu engagieren, die sagt, ey, das wäre total super, wenn wir ein Gewinnspiel irgendwie machen können. Wer könnte das denn machen? Hey, das könnte ja mein Bruder machen und der kriegt dafür eine Million. Das ist ja der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe, weil jeder bei Wetten, dass natürlich werben will und auch weiterhin geworben wird. Und man fliegt natürlich mit Air Berlin zum Special nach Mallorca. Und es ist natürlich so, dass der DFB über Mercedes das Ganze sponsert und dass der Adidas-Ball reinkommt und dass auch am Wochenende wieder ein Audi da steht. Und das ist natürlich ganz deutlich zu sehen und es ist ganz einfach so, dass sich Christoph und Thomas Gottschalk über den Wege Wetten, dass die Taschen voll gemacht haben und nicht zu knapp und das einfach geduldet wurde vom ZDF. Und natürlich man sich auf doof stellt, ach, diese Verträge hat es gar nicht gegeben, aber natürlich hat es das gegeben und die Unternehmen, das wissen Sie ganz genau auch, zahlen Millionenbeträge, um in Wetten, dass stattzufinden. Wir reden über die Vergangenheit. Ja. In der Tat war das ein anderer Umgang mit Stars. Man muss heute auch sagen, ist es völlig anders, oder? Ja, es also ist, man muss ja sagen, ich frage übrigens, warum Thomas Gottschalk in dem Sender im ZDF den Status einer heiligen Kuh haben konnte. Weil offensichtlich weil er die heilige Kuh war, ganz einfach. Also, ja, und mittlerweile ist es doch, so. Nein, Oliver Pocher hat recht. Er war der Super, der Megastar. Werbung ist kein Ruch und ein Gewinnspiel macht jeder Sender. Es macht übrigens auch fast jede Zeitung. Ja? Gewinnspiele sind dazu da, um eine Bindung an die Zuschauer oder an die Leser zu bekommen. Wenn das nach den Regeln kommt, ist das völlig okay. Aber man muss das genau Regeln trennen. Muss ich ja drauf legen. Bitte? Nach anderen Regeln.
Ja, gut, die Regeln sind ganz strikt, null Einfluss auf die Redaktion. Aber das machen Sie ja öfter auch mal. Nein, das machen wir nicht. Das Volksrad und diese ganzen Geschichten und so sind ja genauso dieselben Geschichten, oder nicht? Wir erzeugen Produkte, die wir verkaufen. Das hat aber keinen Einfluss auf die Redaktion. Redaktionell? Null. Das ist dann zufälligerweise, ist dann im Beitrag über Weight Watchers und über Olli Kahn und über Kati Witt zufälligerweise auch bei Ihnen in der Zeitung drin. Bei uns gibt es keine, bei der Bild-Zeitung ganz streng. Wenn Sie irgendeinen Hinweis haben, wir gehen dem kommt ganz, ganz streng. Sofort. Ganz. Das ist wichtig, da sind wir uns auch einig, dass das wichtig ist. Also Gewinnspiele. Soll ich Ihnen redaktionell, da kann ich ja fast jeden Tag die Zeitung machen, weil es fast nur Werbung ist. Dann treffen wir uns morgen zur Blattkritik und Sie zeigen mir das. Da war ich schon öfter. Das ist die Werbung, Herr Pocher. Die Werbung und die Redaktion sind streng voneinander getrennt. Was aber nicht passieren darf, dass die Werbung Einfluss auf die Redaktion hat. Auch nicht über den Umweg des Gewinnspiels. Oliver Pocher, gehört Fußball zur Grundversorgung? Wenn es so viele Leute schauen, natürlich in gewisser Hinsicht schon. Also aktuell, wenn man die Quoten vom Dschungelcamp sieht, gehört das auch zur Grundversorgung. Also das ist ja die Frage, wo hört Grundversorgung auf, wo fängt sie an? Ja. Erstmal muss ich sagen, ich finde es grundsätzlich auch gar nicht schlecht. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn Gebührengelder in Mitarbeiter gehen und in Programm und in Programminhalte. Es geht darum, dass es ja diesen ganzen Wasserkopf drumherum gibt. Da versickert ja sehr viel Geld. Und jetzt ob 400 oder 500 Mitarbeiter, das sind auch nicht die großen Summen. Es sind die Rechte, die ja so teuer sind. Mhm. Und es geht ja darum, dass man die UEFA und Champions League ist natürlich nicht notwendig im ZDF, ist ganz klar. Das hat es vorher im Privatfernsehen gegeben, meiner Meinung nach sogar besser. Das gibt es auch bei Sky, da gibt es alles übrigens zu sehen. Aber was dürfen wir denn dann zeigen? Unterhalten? Dürfen wir dann Filme machen? Die können nicht, das können Sie. Aber ein wichtiger Punkt. Ja, aber das ist doch die Frage. Die Frage ist, Privaten zu überbieten. Wenn ein Preispoker entsteht und Sie sind gebührenfinanziert und Sie bieten jetzt mehr als die Privaten. Das finde ich auch richtig. Champions League war ein voller Erfolg im ZDF. Das ist ja 1 Million mehr als auf Sat.1. Zwischendurch gibt es das Heute-Journal. Danach gibt es eine Dokumentation, die Traumquoten haben. Also ich kann das Schändliche daran nicht entdecken. Aber Sie wissen auch, Sie stärken natürlich Ihre Quoten durch die Sportereignisse, weil ohne den Sport würden Sie teilweise noch weiter nach unten gehen. Das ist auch klar, ist auch absolut in Ordnung, ist auch legitim. Das macht jeder Sender so. Es ist ja auch absolut wunderbar. Ich sage ja nur, es gibt ja auch keinen gleichen Wettbewerb. Also warum kann dann nicht zum Beispiel auch ein Länderspiel, da wird ja auch mit dem DFB und da geht natürlich auch viel Geld an den DFB, es gibt ja gar keinen fairen Wettbewerb, weil für Sie ist es natürlich gar nicht so, wenn man 7,5 Milliarden hat, sind 10 Millionen mehr an Rechten natürlich relativ einfacher zu finanzieren als jemand, der es komplett aus der Werbung macht. Das sind ja nur die Rechte. Ja. Dafür ist noch kein Fußballspiel ausgestrahlt. Da gibt es genauso die Leute. Und es geht ja nur darum, wenn man schon DFB-Pokal und Nationalmannschaft und die ganze Europameisterschaft und Weltmeisterschaft hat, muss man noch die Champions League haben. Das ist die Frage. Mhm. Die Frage soll beantwortet werden? Ja, weil man auf anderes verzichtet, zum Beispiel auf Boxen und DFB-Pokal. Ja, das sind hohe Summen gewesen, die darauf DFB-Pokal ist wesentlich günstiger und macht genauso viel Quote. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Und bei der Transparenz glaube ich, dass wir uns alle immer ein Stück weit voran bewegen müssen. Wir haben in Hamburg ein Gesetz, Transparenzgesetz gemacht, was viele öffentliche Informationen betrifft für unseren Staat. Das nutzen zum Beispiel die Wanderfahrt sehr gut. Die alle jetzt, das hat aber nichts mit dem Transparenzgesetz zu tun. Die sind keine öffentliche Veranstaltung. Die zeigen alles. In dem Sinne, dass vom Staat wegen haben die das nicht gemacht. Also das würde ich mal dazu sagen. Mein Auftrag für Sie, dass Sie da ein bisschen dranbleiben. Ja, das bleiben wir. Ganz klar. An der Stelle mal. Wir sind übrigens aktuell wieder nicht zusammen. Wir sind wieder nicht zusammen. Das ist aber auch im Heute-Journal-Thema sicherlich. Jetzt kommt allerdings erst Markus Lanz. Und Markus Lanz hat unter anderem Michael Spreng und Achim Rohde zu Gast. Und ich darf mich bei der Runde sehr herzlich bedanken für mehrere offene Worte. Die Diskussion ist unter Garantie noch nicht zu Ende. Und wir bedanken uns irgendwie tatsächlich auch gleichermaßen bei Ihnen, dass Sie nicht Dschungelcamp gesehen haben. Nee, aber Ingrid von Bergen ist jetzt auch bei Lanz. Ach so? Was du alles weißt. Die Sendung ist sehr gut geworden. Ich würde sie jetzt anschauen. Oliver. Bis zum nächsten Donnerstag.